Lieber Eigentümer als Gläubiger, das sagen viele Aktienfans, wenn sie mit Anleiheinvestoren über die Vorzüge oder auch die Nachteile ihrer jeweiligen Anlageklasse sprechen. Doch auch Anleihen haben ihre Berechtigung in einem breit und gut strukturierten Portfolio. Und genauer weiß das Vermögensverwalter Andreas Glogger. Er ist Geschäftsführer bei Glogger und Partner. Wir wollen uns in diesem Interview mal in erster Linie auf Unternehmensanleihen konzentrieren. Herr Glogger, was macht deren Charme aus? Gut, Unternehmensanleihen machen aus unserer Sicht folgende Vorteile sichtbar. Zum einen gebe ich mein Geld nicht einem Staat, sondern einem Industrieunternehmen, wo ich bewerten kann, was das Unternehmen herstellt und ob das Geschäftsmodell tragbar ist und damit die Rückzahlungswahrscheinlichkeit einfach erhöht ist. Und zum zweiten bieten sie in etwa 1% höhere Zinsen als Staatsanleihen und lässt damit die Zinsausschüttung einfach attraktiver erscheinen. Auf welche Kriterien, auf welche Kennzahlen sollte man achten, bevor man sich eine Unternehmensanleihe ins Depot legt? Ja, der Zins und die Rendite ist für uns nur zweitrangig. Es geht ja in erster Linie um die Rückzahlung. Die muss gesichert sein. Und dazu lohnt natürlich ein Blick in die Bilanz. Hat das Unternehmen wenig Schulden, dann ist es wenig von Zinsänderungen betroffen. Macht es Gewinn? Ist das Geschäftsmodell gut? Wir in unserem Institut bevorzugen deswegen nur Unternehmensanleihen von Unternehmen, wo wir auch die Aktie haben. Weil bei der Aktieninvestment zerlegen wir die Firma wirklich in lauter viele Einzelteile und kennen das Unternehmen in- und auswendig, wo wir investieren und können so mit gutem Gewissens dann auch die Aktie kaufen. Blind zu kaufen, nur über den Zinscoupon oder die Rendite, das ist vorsichtig. Bei Unternehmensanleihen stehen auch immer Buchstabenkürzel dabei. A oder dreimal A, B, C. Ich glaube, manchmal habe ich auch schon ein D gesehen. Manchmal auch ein Plus und Minus noch dazu, um es komplizierter zu machen. Herr Glogger, was hat es damit auf sich? Ja, diese Kürzel sind die Bonitätseinstufungen von Ratinggesellschaften. Beginnend mit dreifach A, 2A, 1A, so ist die Abstufung der Bonität. Dann über den Buchstaben B. Und bei dreifach B, da sollte man spätestens aufhören, also alles, was nach B kommt, C, D, E, F, auf alle Fälle die Finger weglassen. Also wer nicht in die Bilanz und sich wirklich damit intensiv beschäftigen möchte mit dem Unternehmen, zieht das Ratingkürzel her und man kann sagen, bis dreifach B, man spricht da auch von Investment Grade, ist es durchaus okay, auch eine Anleihe zu kaufen. Die Rückzahlungswahrscheinlichkeit ist damit relativ hoch, nahe 100%. Und bei den Unternehmensanleihen gibt es ja auch wieder noch unterschiedliche Spielarten. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Da gibt es dann Wandelanleihen, Nachranganleihen, Mittelstandsanleihen, Währungsanleihen oder High-Yield-Anleihen, womit man quasi noch gezielter investieren kann. Welche von denen sollte man kennen als Anleger? Wo kann man vielleicht noch das ein oder andere Prozentpünktchen mehr rausholen? Also diese Sonderformen an Anleihen, die Sie gerade genannt haben, die sind eigentlich für die institutionellen Investoren geeignet, weil bei diesen Anleihen gibt es verschiedene Nebenbedingungen, Haftungs- und Zinsveränderungsmöglichkeiten, die den Privatinvestor im Grunde genommen überfordern. Er sollte auch hier wirklich nicht das letzte Rendite-Prozentchen rausbuchsen wollen bei High-Yield-Anleihen zum Beispiel. Natürlich gibt es in Argentinien oder Mexiko ein paar Prozente mehr, aber damit schwindet natürlich auch die Rückzahlungswahrscheinlichkeit. Also bitte Unternehmensanleihen großer Unternehmen, bekannter Unternehmen, DAX zum Beispiel Unternehmen kaufen mit Rating dreifach B als schlechtestes oder besser oder A-Bereich, je nachdem, dann ist der Privatinvestor gut aufgehoben und kann vor allem ruhig schlafen, weil es geht ja um die Rückzahlungswahrscheinlichkeit und der Zins ist bei Unternehmensanleihen aktuell auch attraktiv. Abschließende Frage, wie sollte man in Unternehmensanleihen investieren? Direkt in die einzelne Anleihe oder macht es auch Sinn, über Anleihe-ETFs oder auch aktiv gemanagte Fonds nachzudenken? Das liegt an der Größe des Vermögens. Bei großen Vermögen, die gehen natürlich in Einzelanleihen direkt in das Unternehmen. Wenn jemand jetzt nicht eine Million oder mehr verfügt und im Anleihenbereich sich investieren möchte, da bieten sich ETFs durchaus an. Und hier würde ich die Empfehlung geben, mit einer bestimmten Endlaufzeit, wo die Fälligkeit zum Beispiel 2026 oder 2027 ist, weil da habe ich einen Endpunkt und bekomme mein Geld mit 100% wieder zurück. Haben wir eine Menge gelernt über Unternehmensanleihen im Portfolio. Herr Glogger, ganz herzlichen Dank für diese Informationen. Sehr gerne.